Demon Souls für die PlayStation 3. Die letzte Folge war ja mehr oder weniger eine Rage-Folge, weil mir dieses Well of the Fireman's richtig auf die Nerven ging. Aber genau in dieses müssen wir jetzt zurückkehren, da ich ja nicht alles eingesammelt und erkundet habe. Ja. Beim Dirty Colossus. Gott, hat der meine Nerven strapaziert, ich sag's euch. Das ist wirklich nicht mehr schön gewesen an diesem bestimmten Tag. Da war ich allgemein etwas aufgekratzt, aber hey. Demon's Souls bringt einfach die böse Seite in uns heraus. Ja, es ist einfach so. So, da konnte ich runter für den letzten Abschnitt dieses Levels, aber das will ich nicht. Ich habe den Poison Ring aufgezogen, das ist gut, hier drüben liegt noch was. Eine Seele eines Helden. Das ist gut, die wollen wir unbedingt haben. Die Frage ist jetzt nur, was genau mache ich hier? Ich habe ja gesagt, es gibt das Mondschwert hier zu finden. Ich denke mal, das ist unsere erste große Aufgabe, dass wir dieses Schwert erreichen. Die Frage ist nur, wo genau befindet sich das? So, ich roll den Level jetzt von hinten auf. Einfach nur, um etwas die großen Scheusale zu überwinden, die hier überall lauern. Ich bin in menschlicher Form, das ist okay. Allein aus dem Grund heraus, da ich nicht investiert werden kann, da der Dämon in diesem Level schon besiegt wurde. Und überall summen die Fliegen hier rum. Ah, das ist widerlich. Aber hey, wenn man hier wohnen will, warum nicht? Mit solchen Nachbarn, bitte sehr. Ich mag's persönlich ja nicht. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Es gibt nämlich wieder so viele Layer, wo man laufen kann, ähnlich wie in der Schandstadt. Aber das ist eigentlich deutlich größer als die Schandstadt. Also die Schandstadt ist wirklich ein Witz dagegen, gegen den Valley of Defilement. Ihr seht, überall geht's hoch, überall ist irgendwo was. Na, nicht runterfallen, ich will den plündern. Einen Schotel, das hilft mir wirklich überhaupt nicht weiter. Kommt ihr jetzt her? Mann, ich bin vergiftet, das war sowas von klar. Na, das ist halt kein Problem. Ich fresse einfach eine Lotus und dann geht's mir wieder gut. Zumindest für den nächsten Moment, bis mich wieder irgendwas anfällt. Unten liegt auch, also jetzt bin ich falsch gelaufen, oder? Kann ich da nochmal hoch? Nein, es ist hier nicht möglich, hier hochzugehen. Das ist wirklich lächerlich. Unten liegt auch was. Und es ist wieder so ein gefährlicher Moment, wo man feststellen muss, dass Hälfte Lebensenergie nicht wirklich gut ist für meinen Charakter. Na, kommst du runter? Ja, das ist nett. Dann kann ich dich nämlich verprügeln. Ganz schön, der Typ sieht mich nämlich nicht. Und in der Seele. My heart is breaking. Ja, meins auch. So, Backstep. Also der Diebesring ist wirklich eines der besten Items in diesem Spiel. So einen ähnlichen Ring, glaube ich, gibt es auch in Dark Souls, wenn ich mich nicht täusche. Aber glaube ich, heißt es anders. Der hat mich immer noch nicht bemerkt. Gibt es einfach mal richtig schön Pfeile ins Gesicht, weil es das einfach mal so die beste Methode ist im Moment. Ah, Pfeil verschossen. Jetzt hat es das wieder nicht aufgezeichnet wahrscheinlich, oder? Ne. Eigentlich habe ich gesagt, wir sind 4 Minuten in der Episode und nicht wirklich viel weitergekommen als vorhin, beziehungsweise in der letzten Aufnahme, denn dieses Gebiet ist wirklich ekelhaft, wie ihr sehen könnt. Nicht nur wegen dem Thema, was hier herrscht, sondern auch wegen der Übersicht. Dann stehe ich auf dem Feind drauf. So, ist gut, etwas gedroppt. Ja, Lotus, das ist gut, da kann ich mich wenigstens heilen. Sind es viele? Da bin ich das letzte Mal durchgerusht, wenn ihr euch erinnert. Ja,
Mensch, da reicht die Ausdauer wieder nicht. Owl 2 Splinter of Keystone. Ich habe jetzt eine super tolle Position, wenn ich irgendwas lesen will, unten in der Mitte, muss ich über mein Mikro hinweg gucken, ja. Das ist gerade ziemlich blöd in der Bildschirmmitte platziert. Oh mein Gott. Ein nackter Wahnsinniger. Es greift mich an, das ist nicht gut. Late Moondress, das ist super. Ich mache nochmal die große Heile, einfach um sicher zu gehen, dass ich hier nicht nochmal sterbe. So, ich will nochmal auf die obere Ebene, denn da konnte ich noch etwas holen. Sofern, dass ich den Sprung nicht wieder versau. Den habe ich... Stand der vorhin auch schon da? Und wo kommt sein Kollege her? Oder seine Kollegen? Wir sind da richtig viel unterwegs. Ah, shit. Ja, machst du eine komische Attacke drauf, wo sie euch einfach schubsen würden, ja? Das finde ich überhaupt nicht toll. Ach, da steht auch noch einer und die rühren sich mit. Aber ich finde das deutlich angenehmer als die ganzen großen. Okay, Mana ist aus. Das ist nicht gut. Fresh Spice, da habe ich ja sowieso so dermaßen viel dabei. Dem kann ich mir da schon ein bisschen was leisten im Moment. Gut. Ich war in der letzten Folge auch ein bisschen vorschnell. Wo ich gesagt habe beim Bosskampf, oh, unfair, alle Scheiße. Ich glaube, ich war, da ist man allgemein ein bisschen zu vorschnell, wenn man das Wort immer unfair benutzt. Ja, das Spiel ist nicht unfair. Ich war einfach nur gestresst an dem Tag. Der Bosskampf war logisch, er hatte immer ein Muster, das er abspielt. Seine 3-4 Angriffe, einmal diesen Schwarm, einmal diesen Dreierschlag-Kombo, aber ich bin halt immer blindlings reingelaufen. Das zeigt euch auch, ich bin nicht immun bei so einem Spiel, ja, also ich bin deutlich, besonders wenn der Tag schlecht verlaufen ist, doch anfällig für solche Sticheleien von den Monstern, ja. Aber ihr seht, es kann jedem so gehen, selbst mir. Und das war ein sehr, sehr gutes Beispiel das letzte Mal, also. So, wo wollte ich jetzt hier runter? Jetzt lass mich mal überlegen, da vorne ist das Item. Ach, da war ich ja schon. Gut, dann hätte ich gar nicht zurücklaufen brauchen, theoretisch. Gibt es auch noch einen ewig langen Weg? Okay, was? Wieder Lotus? Ja. Und Late Moongrass. Es ist so gut, wenn ich meine Heilsachen wieder aufstocken kann. Der Tower der Latria hat doch einiges genommen. Oh mein Gott, das ist ein Händler. Even beggars can fight back, you scurvy rat! Es war ein Versehen, junge Frau. Ich hab dich nicht gesehen. Beziehungsweise ich hab nicht gesehen, wie ich schon gedrückt habe. Es war ein bisschen zu spät. Aber es ist immer noch gut gestimmt. Gut. Bei ihr können wir wieder einkaufen für sehr, sehr viel Seelen. Es verkauft ein paar Waffen. Pfeile und das war's eigentlich schon. Das wäre dieselbe Händlerin, die wir aus dem ersten Teil dieses Levels kennen. So, und jetzt geht's wieder raus in den Sumpf. Warte mal, jetzt muss ich direkt mal gucken, was habe ich denn? Weiß, 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 weiß. Okay, unsere Welttendenz weiß ist schon mal super. Ich hätte gern so einen Hartstahlring wie in Dark Souls, dass ich da schneller durchgehen kann. Oh mein Gott, das sind die Großen, die habe ich nicht gesehen. Ah, warum gehe ich immer blind durchs Leben? Nein, 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 nein. Das ist sehr schlecht. Einer ist gut zu bekämpfen, zwei sind nicht so gut. Und die Dinger verfolgen mich immer noch. Okay, jetzt drehen sie um. Ah, das Problem ist, der ganze Sumpf wimmelt von denen, ja? Und ich bin einfach in keiner Position, dass ich sagen würde, hey, ich mach da genug Schaden an dem Kerl. Ja, wenn ich da jetzt hingehe oder den mit dem Bogen versuche, dann mache ich ja... Pff, 56 Schaden, das ist ein Witz.
Ja, genau, kämpft gegen diese komische Frau da. Das macht's mir einfacher. Oh, nee, komm. Ah, wieder dieses blöde Wasser. Oh, wie er mir halt die ganze Ausdauer abzieht, einfach draufhaut. Aber Gott sei Dank, er ist tot. Oh, wir wären echt ganz gut zusammen. Wir geben fast 500 Erfahrungspunkte. Das wäre gar nicht schlecht, aber weil dir das Wasser so hoch steht, brauchst du nicht anfangen. Du bist so dermaßen langsam. Der Kampf geht immer zu deinem Nachteil aus hier. So, ich brauche noch mal etwas Speis. Ich darf nicht vergessen, dass hier auch diese komischen Blutfliegen rumflattern. So, ich nähe mich mal diesen kleinen Lichtern. Und wenn man vom Teufel spricht, da sind sie schon. Wie in der Schandstadt. So sind es mehr so sehen sie aus wie ja, Blutmücken irgendwie, so riesige Moskitos. Hier sind sie mehr so fliegenartig. Aber wenigstens droppen die was, da bin ich schon mal froh drum. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine traditionelle Heldenseele. Ich bin ja am Anfang runtergefallen. Ich bin ja nicht den regulären Weg heruntergekommen. Ich wurde ja abgeworfen, mehr oder weniger. Was ist das? Das ist eine dieser Liebeschnecken. Ich hätte mir vielleicht noch Pfeile kaufen sollen beim Händler. Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät. Die droppen Suckerstone. Da unten wäre noch ein großer und da würde Loot liegen. Aber das ist nicht der Ort, den ich suche. Ich suche eigentlich diese Erhöhung, da wo dieser große Eitersack hängen soll, ja? An diesem Eitersack, beziehungsweise den Eitersack kann man von der Decke wegtrennen und dann fällt der zu Boden und dann muss da unten dieses Mondschwert drin sein. Die Frage ist nur, wo oder wie befindet sich dieses Ding? Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese großen Typen am besten bekämpft. Was ist eure Taktik da? Wie kann ich mir das um einiges einfacher machen? Und hier ist dieser Eitersack. Jawohl. Da tropft Schleim von der Decke. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich einfach nur dumm an bei den Großen, aber man hat halt doch ein bisschen Respekt vor den Dingen. Ja, wie die aussehen. Guckt euch an, das ist so eklig. Mache ich jetzt mit Bogen, nachdem es keine Fallattacke gibt. Was eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen ist, aber wenn man es mal gewohnt ist von Dark Souls, will man es immer machen. Und guck mal, das ist gar kein Eitersack, das sind alles diese Stecken, die liegen alle aufeinander. Ist das nicht eklig? Die Frage ist, wie haue ich die jetzt am besten runter? Ah, so am besten. Also ich treffe definitiv. Ich muss einfach nur ein bisschen weiter bearbeiten. Bis alle zu Boden fallen. Und jetzt siehst du unten eh schon leuchten. Das ist gut. Das heißt, das Mondschwert wird bald mir gehören. Und dann verziehe ich mich von hier, weil der Rest sind einfach nur noch kleine Items, die es hier gibt. Also nichts wirklich, wo ich mein Leben weiterhin riskieren will. Ich meine, ich riskiere zwar permanent mein Leben, aber man muss ja nicht übertreiben. Ich sollte ja auch aufpassen, wo ich hintrete, da der Weg ziemlich schmal ist hier oben. So, während ich den Weg jetzt hier runtergehe, könnte ich eigentlich mal darauf hinweisen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn meine Demon's Souls Fangemeinde, vielleicht auch, wenn sie Zeit hat, mal meine anderen Projekte anguckt, beziehungsweise mal so ein bisschen reinschnuppern, weil so Projekte wie Secret of Mana bedeuten mir fast schon so viel wie Demon's Souls. Und es ist auch ein Spiel, was ich damals sehr, sehr gern gespielt habe. Also falls ihr Interesse an Retro-Spielen habt,
oder vielleicht an meinem neuesten Projekt, das sich auf meinem Kanal Crazy Co-op schimpft. Oder zum Beispiel auch, was zur Hölle ist dieses neue Segment. Würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal reinschnuppern könntet. Vielleicht findet ihr doch mal etwas, was euch interessiert. Und jetzt bin ich gleich tot. Vor lauter Rumreden bin ich jetzt wahrscheinlich gleich tot. Fuck. Ja, so viel dazu. So viel zu ein bisschen Eigenwerbung. Das kostet mich jetzt das Leben. Ja. Bitte gehen Sie weg. Ja, da oben sitze ich natürlich jetzt in der Falle. Falls es so weit kommt, natürlich. Och, bitte, Bub, komm, dreh um. Auf einer größeren Fläche kämpfe ich gegen dich jederzeit, aber... Hier und da, in diesem Wasser? Nee, danke. Der braucht nur ein-, zweimal gut treffen, dann bin ich tot. Was habe ich jetzt überhaupt für ein Level? Das weiß ich gar nicht. Wo ist denn mein Spice schon? Hier ist mein Spice. Ich bin Soul Level 48. Das ist nicht wirklich hoch. Besonders wenn man bedenkt, dass der Maximallevel 711 ist, glaube ich. Ihr könnt das ganz einfach nachrechnen. Ihr braucht nur diese Basiswerte, Vitalität, Willenskraft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das nehmt ihr, glaube ich... Ah, wie war jetzt das? Ich glaube 8x99, dann habt ihr den Maximallevel dieses Spiels. Ich habe jetzt leider keinen Taschenrechner da. Im Kopf rechnen ist nicht mehr um diese Uhrzeit. Dann wisst ihr den Maximallevel. Aber ich glaube, es ist 711. So, kann ich mir das jetzt holen, bevor der da irgendwie anspringt? Nein, ich ziehe so oder so. Ah, grob. Ah, du bist so ein Penner. Das war knapp. Das war schlecht. Okay, er hat hier auf der rechten Seite definitiv einen toten Winkel. Haha. Taktik. Guckt euch an, so einfach ist der. Das ist halt das Schöne an diesem Spiel und an Dark Souls. Du musst deine Gegner studieren, um überhaupt weiterzukommen. Ja? Einfach so auf der rechten Seite und dann bekomme ich eine gewischt. Ah, oh, der Vorführeffekt. Also immer schön rechts halten bei dir. Nein. Trotz Blocken tötet er mich fast. Nein. Ah, das ist so blöd abgerechnet. Wo ist die Pfütze und wo ist der feste Boden? Jetzt bin ich wieder in der Pfütze, das sehe ich, aber... Wer seine Zunge hängen lässt... Lalalala. Wer mir halt die ganze Ausdauer abzieht, das ist so... Komm, geh sterben. Danke. Oh, es wird ja doch noch, ey. Meine Hassgegner. Neben den Skeletten. Und wir bekommen die große Keule von diesem Kerl. Das ist schön. Old Spice und Fanstone. Okay. Doch mein Ziel liegt eigentlich da vorne. Weil jetzt, wenn noch ein großer kommt, hätte ich vielleicht ein Problem. Da liegt eine tote Schnecke, das ist okay. Das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. War das nicht sogar der Ort, wo ich das letzte Mal diese Schnecken bekämpft habe? Ich weiß es gar nicht. Aber es könnte gut sein. So, wir gehen einfach mal hier lang. Oh Gott, sind das viele. So, einfach mal das gute Feld ein bisschen ausmerzen. Ich habe zwar nicht mehr viele Pfeile, aber die, was ich habe, werde ich da jetzt da verschwenden. Einfach, um mir das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Oh, ich brauche noch ein paar Pfeile. Ah, White Arrows verschwende ich dann nicht, weil White Arrows sind sehr, sehr starke Pfeile. Sind auch sehr, sehr teuer, wenn man die kauft.
Ja, jetzt habe ich wieder nicht gesehen, dass ich da in dem Wasser drin stehe. Jetzt bin ich vergiftet. Da, der Übergang ist so blöd gemacht. Was ist hier bitte die feste Fläche, auf der ich stehen kann? Was zählt als Untergrund und was zählt hier bitte als Wasser? Bin ich jetzt im Wasser, weil meine Füße verschwunden sind? Bin ich jetzt auf dem Land, weil ich sie noch sehe? Ich weiß es halt nicht. Da oben klebt eine Schnecke. Das ist widerlich. Das wäre jetzt auch ganz blöd zu sehen, welche Schnecken leben noch und welche sind tot. Aber man kann ja schon sehr, sehr gut das Schwert erkennen. Stimmt, das Master-Schwert. Naja, wahrscheinlich nicht. Ah, die sind so eklig. Und da droppen noch alle anderen runter. Nicht, dass es einfach wäre, herzukommen. Nee. Ich hoffe mal, da laufen ein paar in meine Richtung. Aber so wie es aussieht, tun sie das nicht. Neben dir. Danke. Ich habe das schon angesprochen, das Auto-Targeting ist hier nicht so gut als wie in Dark Souls. Ah, da, 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 da. Ich kann hier nicht mal weg. Im Sinne von, hey, roll dich ab oder so. Nee, das geht hier nicht im Wasser. In Dark Souls geht das schon. Also hier im Wasser zu kämpfen ist deutlich schwieriger als wie in Dark Souls, weil du einfach weniger Möglichkeiten hast. Du bist mehr oder weniger verratzt, wenn du hier drin stehst. Aber gut, das ist halt auch irgendwie schon ein bisschen realistischer, wenn ich sage, ich greife die in ihrem natürlichen Lebensraum an, ja. Da, wo das Wasser dampft. Okay, das sind noch einiges. Einiges an Monstern. Oder Gartengetier mit großem Appetit. Nennen wir es mal die Drohnen. Na komm her, Schnecki. Ich bin echt kein Fan von so ekligen Tieren. Die Spinne oder so habe ich kein Problem, aber Schnecken da. Habe ich jetzt keine Phobie oder so, aber ich mag die Viecher einfach nicht, weil ich finde, die sind eklig mit den Stielaugen und so. Guckt sie euch an! Wie sie mich umschwärmen. Wie sie mich liebkosen mit ihren Stieläuglein. Weißt du was? Ihr könnt mich mal, ich will eigentlich nur das Schwert. Da, 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 da. Large Sword of Moonlight. Großes Schwert des Mondlichtes. Und so soll es auch sein. Vielen Dank. Natürlich bin ich jetzt wieder vergiftet. Das heißt, ich brauche eine Lotus und ich brauche einmal die große Heile. So, habt ihr jetzt gesehen, wie ihr das Mondlichtschwert bekommt? Ich glaube nicht, dass ich das tragen kann, oder? Doch, könnte ich sogar. Hat sehr, sehr viel Magieangriff und eine Haltbarkeit von 900. Und ich kann es nicht wirklich tragen, denn es braucht... Oh, Glaube von 24. Das ist schon fast so Bastards... Bastards-Sword-mäßig wie von Claude. Ich habe natürlich jetzt keinen vollen Magieschaden drauf, weil mein Glaube nicht so stark ist. Aber immerhin, wenn ihr mehr so auf Kleriker geht, ist diese Waffe definitiv gut geeignet. Auch da die meisten Boss gegen Magie anfällig ist. Sprich, wäre eine gute Alternative, wenn ihr keine Zauberparat habt. Natürlich ist das große Manko, es ist ein Zweihänder, sprich es ist ein langsames Schwert, ihr müsst halt da immer so ein bisschen bei den Schwüngen, die ihr nehmt, mitrechnen, damit das nicht in die Hose geht. Und in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich in die Hose gehen, aber das lernt man mit der Zeit. So, wo ging es jetzt wieder zum Dirty Colossus? Ne, das war der falsche Weg, definitiv. Ah, oh mein Gott. Labyrinth. Die Schandstadt. Ihr dachtet, die Schandstadt ist schlimm. Nee, 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 nee. Valley of the Fireman ist definitiv schlimmer. Da habe ich einen übersehen. Und geben das bitte. Und auf Wieder-Tschüss.
Klar, dann geht's hier zum Dirty Colossus, dann käme ich jetzt zum Arx, dann kann ich jetzt zurück in den Nexus. Aha! Das ist der Masterplan. Dann würde ich mal sagen, wir kehren dann hier wieder zurück und wir machen gleich den dritten Level, der ähnlich wie bei den Stonefang-Tunnels nur ein Bosskampf ist. Gut. Nachdem ich für euch wieder etwas überzogen habe mit 25 Minuten, würde ich sagen, ich mache eine erfrischende Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Demon Souls. Stay tuned and so long.